Hallo und herzlich willkommen zurück zu Daily Dose of Space Engineers. Ich habe ein bisschen vorgearbeitet. Uns fehlen nur noch ein paar wenige Meter und dann sind wir hier drüber. Allerdings ist mir beim Schweißen aufgefallen, es gibt einen Bug mit Rädern auf Blöcken. Der Rover hat zwischendurch immer wieder das Sliden angefangen und das war ultra schwer, den wieder abzufangen. Ich habe es zwar geschafft, aber ja, das ist ein bisschen merkwürdig. Ich weiß noch nicht ganz, woher das kommt. Und wir wurden angegriffen. Es gab aber nicht viel Schaden, sondern mir fehlt hier nur ein Fenster. Und die Gatling ist neu. War das letztes Mal noch? Nee, ne? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Lasst mich. Das Fenster werden wir irgendwann ersetzen. Oder wir machen eine Tür rein. Weiß ich noch nicht. Weil wir brauchen ja irgendwann auch noch eine Tür. So. Was wir jetzt machen, wir schweißen die Brücke voll fertig und gucken, dass wir von der Brücke hier runterkommen. Das heißt, wir machen so. Und machen Parken auf. Und schweißen die letzten Meter Brücke. Ich hoffe, wir haben genug von allem. Ich habe das Autocrafting übrigens wieder runtergestellt. Weil mir aufgefallen ist, dass der Rover zu schwer wurde. Das war mit dem Sliding-Problem. Da hat auch die Fahrwerkstärke rumgesponnen. Und als ich geguckt habe, dass der Rover hinten einfach ein bisschen leichter wird, weil er halt nicht mehr 6000 Stahlplatten drin hat, dann war es ein bisschen besser. Deswegen lassen wir das so. Jetzt hoffen wir einfach mal, dass ich im Moment nicht weiter angegriffen werde. Ich weiß das. Es fehlt ja wirklich gar nicht mehr viel. Und das werde ich jetzt voll fertig kriegen und dann fahren wir weiter. Und hoffen mal, dass wir endlich ein bisschen Strecke vollführen können. Ich hoffe es. Und solange nichts Feindliches auftaucht, bin ich eigentlich relativ entspannt. Wir haben keine Stahlplatten mehr. Ja, da ich nur noch 2000 habe, dauert das jetzt alles ein bisschen länger. Das Schöne ist, die können auch ohne mich arbeiten. Okay, wir müssen ihn ein bisschen schweißen lassen. Halt, ich mache die Schweißgeräte aus. Weil, falls ich aus irgendeinem Grund dahin will, wo die Schweißgeräte sind, weiß ich ganz genau, dass ich mir wehtun werde. Ich muss mal gucken, wie ich hier von der Brücke runterkomme. Weil geradeaus hoch, das könnte stressig werden. Habe ich mir eine tolle Position rausgesucht. Ganz toll. Oh oh. Oh oh, das ist nicht gut. Ha! War zwar knapp, aber hat gereicht. So. Wasserstoff. Hätte ich gerne. Sauerstoff hätte ich gerne. Dann können wir die Flasche gleich wieder füllen. Ja. Prima. Okay. Die Schweißgeräte will ich danach demontieren. Weil mit denen bleibe ich sowieso irgendwo hängen. Das Rohr hier vorne, zumindest das mittlere, will ich aber im Moment mal noch dran lassen. Weil ich die Vermutung habe, beziehungsweise die Hoffnung habe, dass wir das noch verwenden können. Eine Serenity. Die auf meinen Außenposten schießt. Das ist nicht gut. Und ich kann nichts dagegen tun. Ich kann gar nichts dagegen tun. Aber solange sie daneben schießt, ist alles gut. Okay, sie schießt deutlich daneben. Ich weiß zwar nicht ganz warum, aber sie schießt sehr deutlich daneben. Oder reicht die Reichweite der Waffen nicht ganz? Das kann natürlich auch sein, dass die explodieren, bevor sie am Ziel ankommen. Das wäre cool. Weil dann würde mir nichts passieren. Aber ja, sieht gut aus. Sieht gut aus. So.
Wir haben ja noch ein paar Stahlplatten. Dann gehen wir mal noch ein bisschen weiter. Das sieht krass aus im Hintergrund, wenn die roten Geschosse da fliegen. Ja, aber die treffen nicht. Oh, die kommen aber näher. Hoffen wir, dass es so bleibt. Oh nein. Oh nein, die kommt näher? Nee. Die fliegt doch weiter weg. Das sind auch Railguns. 4,88, 4,9. Ich muss da rüber. Die hat meine komplette Energie abgeschaltet auf dem Grid. Was heißt, dass ich... nee, ich habe doch noch Strom. Ah, ich habe nicht mehr genug Strom. Holy, okay, das Teil hat richtig Schaden verursacht. Schick. Ja, ich muss hier schnellstmöglich weg, dass hier keine Schiffe mehr spawnen. Sonst war es das mit dem Außenposten hier. Ich würde jetzt aber den eiskalt größtenteils so lassen. Vielleicht mache ich gleich ein bisschen Gestein. Schmeiß das in Survival Kit, dass ich zumindest ein paar Stahlblöcke ersetzen kann. Okay, ich sollte ja auch die Windturbinen ersetzen. Beziehungsweise reparieren. Uff. Okay, das Teil hat doch besser getroffen, als ich erwartet hatte. Diese Windturbine ist zerstört. Nicht ganz. Okay, wir holen jetzt ein bisschen Gestein und machen das ins Survival Kit. Ich gehe nämlich jetzt nicht bis zum Schiff rüber. Es fehlt nicht viel. Ich habe 1,3 Tonnen Schrott bei mir. Den Schrott, den brauche ich halt echt nicht. Okay, wenigstens dafür habe ich genug Strom. Das ist gut. Dann machen wir mal so. Machen das als erstes. Wenn ich den Strom wieder hier drauf kriege, dann soll das eigentlich wieder... Ja, nimm am besten noch mehr Schrott. So, produziere das mal. Den Schrott... Wirf ihn hierher. Ich kann ihn hier nicht verarbeiten. Yep. Aber ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr... Steine. Hab ja Gott sei Dank High-End-Werkzeug, dann geht das. 7 Kilometer. Mittlerweile ist er weit genug weg da. Das ist keinerlei Gefahr mehr für mich. So, Windturbine läuft wieder. Das ist gut. Dann habe ich... ich brauche ein paar Stahlplatten. Mach das mal raus. Mach einfach mal ein paar Stahlplatten, bitte. Und dann brauche ich noch ein bisschen mehr Gestein. Dann kriegen wir das Ding zumindest wieder ein bisschen Panzerung drumherum. Und dann machen wir auch weiter. Weil sobald ich nicht mehr hier bin, passiert diesem Außenposten nichts mehr. Schiffe spawnen ja nur da, wo der Spieler ist. In der Nähe. Das Problem ist, mit der Reichweite bin ich halt... Solange ich in der Nähe von dieser Base bin, ist das eine Gefahr. So, gib mal ein paar Stahlplatten. Ich würde gerne... die hier ersetzen. Das funktioniert. Zumindest so ein bisschen. Genauso wie an der Decke will ich ein bisschen Wasser setzen. Oh, da habe ich noch die hier noch drin. Fehlen noch ein paar. Äh,
Ja, reicht halt vorne und hinten nicht. Vielleicht hole ich doch ein bisschen Eisen. Ich denke, das ist die einfachere Lösung, einfach eine Ladung Eisen holen. Also raffiniertes, weil mehr brauche ich ja dafür nicht. Es sind ja nur Stahlplatten. Gott sei Dank. Hallo Schief. Hallo Rover, nicht Schief. Lass mich hier rein. Und können wir nämlich auch gleich mal gucken, wie viel haben wir noch? 159 Tonnen. Ich denke, 800 Kilo sollten reichen. Ja, 800 Kilo sollten vollkommen ausreichen. Du hältst dir dein Schweißgerät schon wieder ins Auge, Junge. Nur so ein Tipp. Hui. Schnell wie der Wind. Oder so. Wenigstens ist die Scheibe noch drin. So. Dann mach mal die paar Stahlplatten. Hätte ich gern so. Dann kann ich nämlich das hier korrigieren. Die 4, das sollte reichen für eine Aua. Funktionsfähigkeit. Na komm, mach hin. Dann produziere halt den Rest und heil mich mal so lange. Oh. Dafür. Okay, für heilen und produzieren. Ah, der U2H2-Generator war das Problem. Wenn der jetzt auch noch mitläuft, dann. Okay. Das ist aber nicht schlimm. Wir lösen das ja gleich wieder. Und ich habe mir übrigens schon wieder wehgetan. Das wollte ich auch nur mal erwähnen. Alle Komponenten wurden erfolgreich entnommen. Mein Handy quakt. Das ist auch okay. Windturbine. Mach schnell. Habe ich genug Zeug? Ja, ich habe genug Zeug für eine Windturbine. Cool. Und dann lasse ich das Ding hier so halb verfallen so stehen. Ist auch cool. Halb verfallen ist auch cool. Wollte ich einfach mal sagen. Windturbine kann nicht platziert werden. Warum? Metallschrott. Darum. Wenn kein Metallschrott mehr, dann kann ich die. Ich hab mir schon wieder übel wehgetan. Sag mal. Heute kann ich's. Ich kann's heute richtig. Mir selber wehtun ist eine großartige Fähigkeit. Nicht. Windturbine. Da fehlt noch einiges. So, diesmal habe ich auch gebremst. Ich habe mir nicht wehgetan. Ach ja, ich weiß wieder, warum ich so wenig mit Survival Kits mache. Die sind langsam. Oh, das ist ja schlimm. Stellt euch mal vor, ihr müsstet in der Produktionsgeschwindigkeit das ganze Game zocken. Wirst du doch bekloppt. So. Jetzt kann ich zumindest mal die Windturbine betriebsbereit machen. Haha. Fehlen noch einige interne Panzerungen, aber dann ist das wieder geklärt. Und dann nehmen wir halt eine Menge Schrott mit. Das ist Eisen. Das ist okay. 12 interne Panzerungs. 9 interne Panzerungs. Ja, da steht S. Also, das ist die Mehrzahl von Panzerung. Panzerungs. 3. Keine. Nice. Fertig. Cooler Shit. Okay. Das heißt, wir packen jetzt Schrott ein. So viel, wie wir tragen können. Inventory full. Das ging schnell.
Und dann zurück zum Rover und dann machen wir den Rest voll fertig, dass wir hier mal endlich wegkommen. Weil ich bin jetzt lang genug hier. Muss endlich mal vorankommen. Zumindest zum ersten Wegpunkt. Okay. Ablegen. Schweißgeräte sind noch an. Das ist gut. Projektor tut ja wieder. Gucken wir mal, wie weit wir jetzt mit dem Satz Stahlplatten kommen. Ich habe übrigens schon eine Montageanlage wieder abgebaut. Die könnte ich eigentlich auch wieder demontieren. Ich glaube nicht, dass ich diese Menge Stahlplatten nochmal so schnell brauche. Also ja, glauben heißt nicht wissen, definitiv. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass ich nochmal so eine Brücke bauen muss. Zumindest vorerst nicht. Okay, und jetzt sind wir an einem Punkt, an dem ich zwei Schweißgeräte ausschalten muss und Scharniere umkehren. Die muss ich jetzt mal getrennt steuern kurz. Und die hier aus und aus. So, jetzt muss ich mich nur noch auf einer Seite schweißen. Jetzt wird es nämlich gleich richtig uneben. Also das wird richtig uneben. Das ist mir aber egal. Komm schon. Noch ein paar Blöcke. Jetzt muss ich mit der Fahrwerkstärke runter. Sonst komme ich hier nicht drüber. Ich stehe mit den Schweißgeräten. Ich stehe mit den Schweißgeräten an. Okay, dann muss ich das schneller tun, als ich erwartet hat. Rover, würdest du bitte stehen bleiben? Ich habe die Handbremse angezogen, was soll das? Sag mal. So. Diese Schweißgeräte müssen weg. Ich hoffe, dass es nur die Schweißgeräte sind. Geht so nicht. Okay. Zumindest im Moment, dass es nur die Schweißgeräte sind. Aber die, wenn die halt auf dem Boden streifen, dann kann ich nicht arbeiten. Komm schon. Fertig geschweißt. Sauber. Und so, nur. Ja, da ist was kaputt gegangen. Das ist mir egal. Wir müssen hier hoch. Komm, bisschen weniger Fahrwerkstärke. Komm schon. Noch ein bisschen weniger. Oh. Du bist der Meinung, auf die Super Gremlin schießen zu müssen? Die Super Gremlin flüchtet aber. Das finde ich gut. Komm schon. Ich weiß, es braucht gerade eine Menge Strom, hier hochzukommen. Aber es funktioniert. Haha! Bisschen mehr Fahrwerk, bitte. Würdest du bitte anhalten? Anhalten, habe ich gesagt. Danke. Wir haben da Uran. Genau. Okay. Ich habe was kaputt. Ich habe einen Scharnier zerstört. Okay. Also sind wir uns mal einig, das muss weg. Weil so kann man nicht ordentlich fahren. Aber wir lassen das Mittelrohr dran. Definitiv. Aus Gründen, weil könnte ich noch brauchen. Beziehungsweise das Mittelrohr ein bisschen von den Seitenrohren. So drei Stück. Ja. So den Bereich finde ich eigentlich ganz gut.
Nein. Ich habe gedacht, das reicht. Verdammt. Super Gremlin, verschwinde bitte, bis meine Railgun, bevor meine Railgun wieder in deine Reichweite kommt. Das könnte nicht gut für dich enden. Ja, lassen wir mal so. Auf jeden Fall haben wir wieder festen Boden unter den Füßen. Das finde ich schön. Wir möchten in... Will ich links oder rechts um den Berg rum? Ich fahre, glaube ich, links rum, einfach weil ich dann weiter von der Super Gremlin wegbleib. Ich weiß nicht, was die für Waffen hat. Und ob die mich beschießen könnte, wenn ich ihr zu nahe komme. Eisen, Kobalt, Nickel, Silizium. Sauber. Gold. Okay, hier hat es tatsächlich alles. Markiere ich jetzt nicht, ist am Außenposten in der Nähe. Finde ich definitiv wieder. Platin, mehr Uran. In ziemlich kräftiger Tiefe. Fast 200 Meter unter der Erde. Silizium. Noch mehr Uran. Okay. Silber. Ja, jetzt viel Zeug. Das ist cool. Fahren wir in die richtige Richtung. So grob, ja. 25,5 Kilometer noch. Platin. Ich überlege gerade, ob ich kurz... Oder ob ich jetzt hier geradeaus einfach weiterfahre. Das Terrain hier ist gerade sehr angenehm. Vielleicht gucke ich jetzt auch einfach, dass ich ein bisschen Stricke hinkriege. Ich glaube, das mache ich so. Wir sind relativ schnell unterwegs. Allerdings geht es auf dem Terrain hier ziemlich gut. Nur gucken, dass ich nicht gegen irgendeinen Felsen fahre. Weil das würde ich mir zutrauen. Oh hey, wir kommen voran. Und das nicht mal so langsam. Ja, wir sind mit über 50 Meter pro Sekunde unterwegs. Mit einem 1100-Tonnen-Rover. Aber ich drück halt nichts im Moment, ne? Wir rollen einfach. Und also ich glaube, energiesparender könnten wir im Moment nicht unterwegs sein. Das ist voll klimafreundlich. Ist grundsätzlich klimafreundlich. Wir fahren komplett elektrisch. Aber ich glaube auch nicht, dass es auf dem Planeten hier wirklich so einen Unterschied macht. Silizium. Oh, wir kommen der Super Gremlin sehr nah. Wir könnten natürlich auch probieren, die vom Himmel zu holen und die Materialien schnappen. Wir haben eine große Railgun. Ist das Overkill, das zu versuchen? Gucken wir mal, wie weit wir hier folgen können. Machen wir mal ein bisschen Umweg. Komm. Ein bisschen Action. 4,2 Kilometer ist sie noch von uns weg. Wir müssen es bis auf 4 schaffen. Definitiv. Was ist das hier? Okay. Kuppe. 4,09 Kilometer. Rauer Untergrund, viele Erze. Aber geht. 4,13 Kilometer, wir sind wieder weiter weg. Die ist ein bisschen schneller unterwegs als wir. Da geht doch noch was. 403, 402 und sie schießt. ...407, 408. Die versucht abzuhauen. Meine Railgun fährt sich wieder ein. Wir sind wieder zu weit weg. Aber ich will... ...da noch nicht hoch. Ich will hier hoch.
Nein, sie ist despawned. Ach, schade. Das ist sehr schade. Okay. Wir müssen zum Wegpunkt. Das heißt, wir müssen um den Berg. Wir fahren um den Berg rum. Sicher ist sicher. Das hier ist. Das ist gerade echt gut und wir kommen gerade echt zügig voran. Wir sind jetzt schon über 10 Kilometer gefahren. Ich würde da jetzt einfach mal dranbleiben. Was wir übrigens, jetzt kann ich mal kurz gucken, definitiv benötigen. Wir haben jetzt fast 300 Kilo Uran. Das ist gut. Wenn wir Uranfelsen finden, sammeln wir die ein. Uranvorkommen im Untergrund würde ich im Moment jetzt einfach mal nicht einsammeln, weil das dauert sehr lang, da hinzukommen. Was wir aber brauchen werden, ist ein zweiter Reaktor, weil die zwei Disco-Bälle hinten drauf, die Raketen abwehren, jeweils 14 Megawatt benötigen. Klar, die brauchen das nur kurz, aber wenn die beide gleichzeitig arbeiten sollten, benötigen wir ein bisschen mehr Power. Deswegen wird es vermutlich auf den zweiten Reaktor hinauslaufen. Wieder einen kleinen, weil für einen großen haben wir keinen Platz. Aber zwei kleine Reaktoren plus die Batterien, die wir haben, da kommen wir auf eine maximale Ausgangsleistung von knapp über 50 Megawatt. Insgesamt. Und ich denke, das sollte reichen. Für einen Rover. Und auf dem Planeten hier an Uran rankommen, ist ja jetzt auch nicht so eine große Schwierigkeit. Apropos, an Uran rankommen. Das ist doch ein Felsen mit Uran. Habe ich doch gerade richtig gesehen, oder? Ja, habe ich richtig gesehen. Haha. Dann würde ich doch sagen, packen wir hier. Füllen unser Zeug kurz auf. Dann machen wir gleich noch einen Schluck zu trinken. Nice. Und wir werden die Montageanlagen hinten wieder demontieren. Weil die brauche ich nicht. Die brauche ich wirklich nicht mehr. Die kann ich im Moment mal wegmachen. Vielleicht mache ich noch eine zweite rein, dass ich fix zwei habe. Aber nicht jetzt. Ich brauche einen anderen Cargo-Port. Ich kriege keine komplette Montageanlage ins Inventar. Ah, obwohl, ich kann aber auch so machen. Dann kann ich gleich in die nächste. So. Und so. Sind die auch wieder weg? Mach auf. Huch, wo bin ich jetzt? Der Winkel ist so blöd, dass ich jetzt meinen Cargo-Container hochlaufen kann. Das ist auch nett. Das hatte ich so auch noch nicht. Falsche Eigentümereinstellung. Spielerantenne aus. Na, das stimmt ja schon mal nicht. Ah, jetzt passt. Okay. Fernsteuerungsblock. Steuerung, Junge. So, wir machen Licht an und haben hier Uran. Das freut mich sehr. Ich kann mich nicht mehr ich weiß, warum ich mich nicht bewegen kann. Mein Fahrwerk hat auf dem Boden verriegelt. Dumm gelaufen.
Nee, der Punkt ist, wenn wir, solange wir die Steine hier abbauen, die wir finden mit Uran, reicht die Uranversorgung für Munition und Strom. Das reicht definitiv. Also, da habe ich eigentlich überhaupt keine Angst. Und jetzt haben wir ja zumindest einen Planeten, auf dem wir Uran abbauen können. Das heißt, wir können dann auch die Schredder mit ordentlich Arc Fuel versorgen und vielleicht sogar, sobald das Schild steht, mit einem zweiten Arc Reaktor. Dann machen wir zwei. Oder wir ersetzen den mal 2 Arc Reaktor gegen einen mal 4. Das könnte man auch machen. Dann haben wir nicht 600 Megawatt, sondern 1,2 Gigawatt. Oder vielleicht sogar einen noch größeren. Dass wir bei einem Reaktor bleiben, aber den dann halt so dimensionieren, dass sich das lohnt. Na komm. Sind meine Auswürfe zu langsam? Scheint so. Ah, das ist auf jeden Fall wieder eine gewisse Menge Uran, die wir verfeuern können. Beziehungsweise vermunitionieren. Das ist gut. Wir sind eigentlich... Eigentlich sind wir ziemlich gut ausgestattet. Also gegen Drohnen habe ich... Vor Drohnen habe ich eigentlich recht wenig Angst. Außer sie sind entsprechend völlig daneben bewaffnet. Aber sonstige normale Small-Grid-Drohnen mit Geschütztürmen machen mir eigentlich keine Angst mehr. Weil die können mir eigentlich nichts mehr anhaben. Haben wir alles. Hier hat es vielleicht noch was. Sind das mittlerweile relativ schwer? Okay, jetzt haben wir definitiv alles. Oh. Nein, aber nicht. Alter, wie groß war der Felsen? Ich habe voll viel abgebaut. Ah, das war nur noch ein Fetzen. Egal, wir nehmen jeden Fetzen mit. So, lass mal sehen. 8,5 Tonnen Uran? Ich denke, das kann sich sehen lassen. Hier im Boden hat es auch noch was. Nehmen wir mit. Hier hat es auch noch was. Wenn wir das ganze Uran nämlich haben, mache ich die hier aus. Mache das alles mit Gestein voll. Und dann werde ich, bevor ich andocke, werde ich den Gravel Sifter ausschalten. Wow. Wir sind sehr schwer. Den werde ich ausschalten, weil... Das ist nämlich auch so ein Punkt. Ich brauche Schotter, dass ich Reaktorkomponenten herstellen kann. Nicht verriegeln. Obwohl, doch. Verriegel kurz. Das mache ich ganz schnell. Bedienfeld. Gravel Sifter. Aus. Und dann sollte ich die Drohne hier irgendwie wieder reinkriegen, ohne dass sie stirbt. Das wäre wünschenswert. 5 Kilometer. Mobile Drilling Plattform. Okay. Na komm. Dock an. Ah, nice. Angedockt. So, der Rover steht dumm am Hang. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Und vor allem will ich nicht in diese Mobile Drilling Plattform reinfahren. Attacker. Wie viel Uran ist denn das jetzt eigentlich? Ja, knapp 9 Tonnen. Das ist okay. Das kann sich echt sehen lassen. Knapp 9 Tonnen Uran. Wir haben noch unter 20 Kilometer mittlerweile. Bis zum Wegpunkt. Ich
bin sehr begeistert. Das ist gut. Das ist nicht nur ein Berg hier, das ist eine Gebirgskette. Wir müssen um die rum. Oder drüber. Ich kann versuchen, hier zwischen den Bergen mal durchzufahren. Da hat es noch mehr Uran. Das ist auch ein Felsen. Nehmen wir den auch kurz mit? Oder zumindest ein bisschen davon? Ich werde noch mehr Zeug brauchen. Was ich mal machen kann, ist mein Zeitschaltblock auf jetzt auflösen. Dann kann ich, sag mal, ich ziehe die Bremse an und der Rover hält nicht an. Ich verstehe es nicht. Kann ich nämlich hier die Tür auf Knopfdruck aufmachen? Ah, das ist toll. Und kann so machen. Orks Scrap Fort. Da ist eine Ork-Festung. Nein. Ich werde da nicht hingehen. No shit. Ja, wirf deinen Stein voraus. Ich will das Uran hier. Aber eine Ork-Festung. Das ist nicht gut. Ich hoffe nur, dass die... Ich weiß nicht, was die Festung kann. Ich weiß es echt nicht. Ich hatte mit den Orks so noch nie wirklich was zu tun. Ich weiß, dass sie wahnsinnig große, gut bewaffnete Schiffe haben. Aber mehr weiß ich halt im Grunde nicht. Komm schon, Uran. Wieder so ein relativ großer Stein. Also nicht, dass ich mich beschweren will, ne? Ich mag das, wenn in so einem Stein viel drin ist. Aber es wundert mich. Die Mobile Drilling Plattform fliegt weg. Das ist gut. Oh, da habe ich was schweben lassen. Mach das mal weg. Huh. Mehr Uranium. Wenn ich jetzt so zurückdenke, so vor ein paar Episoden, vor 30, hatte ich noch Angst, dass ich keinen Planeten finde, auf dem es Uran gibt und dass mir mein Uran irgendwann ausgeht und ich ein Problem habe. Und jetzt kann ich das Zeug nach Belieben abbauen. Das ist schon gut. Da ist noch mehr. Dann wenden wir mal. Das Auswurfsystem, ne? Das ist so unfassbar laut. Das ist faszinierend. Könnte man problemlos in den... hier, Sneaky Sounds. In den Lautstärke-Mod für die Werkzeuge könnte man die Auswürfe auch mit einpacken. Ein Stück rückwärts ist hier nicht mehr wirklich. Okay, das passt. Halt. Auswürfe aus. Wir bauen noch... Da sind noch Spuren drin. Und da bauen wir den Stein hier nämlich mit ab. Weil wenn wir voll sind, sind wir voll. Und mir geht mein Sauerstoff aus. Aua. Ich komme nicht mehr hoch. Okay, ich habe geparkt, aber wieso komme ich nicht mehr hoch? Das verstehe ich nicht. Ich brauche Sauerstoff. Hä? Ich verstehe es gerade wirklich nicht.
Ich habe doch nicht mehr geladen als sonst. Ah. Mein linkes Triebwerk ist beschädigt. Warum? Und vor allem, seit wann? Es ist bis gerade eben noch prima geflogen. Jetzt ist wieder gut. Das muss ich nie verstehen. Beim besten Willen nicht. So. Steuerung. Jo, jetzt kann ich nämlich auch wieder fliegen. Licht aus. Ich würde mir gern die Scrapford, was auch immer die macht, würde ich mir gerne ansehen, aber ich glaube, da nehme ich die Spectator Camp für. Weil mich das interessiert. Also, das ist jetzt pures Interesse, ne? Wie die aussieht. Ja, nicht wirklich, weil sie. Auf Lava platziert wurde. Aber trotzdem hält. Aber das ist eine Festung. Das ist eine Ork-Festung, die einige Waffen drauf hat. Kann auch von Vorteil sein, wenn hier. okay, die ist im. Okay, da. Da funktioniert was eh nicht. Die ist im Boden gespawnt. Also im Boden. Die steht im Boden. Ich weiß nicht, ob das es soll. Aber wenn hier ein anderes feindliches Schiff vorbeikommt, kann ich euch sagen, das wird definitiv beschossen, weil hier gucken drei dicke Kanonenrohre raus. Ich glaube, das lassen wir so. Das ist okay. Ich mag das, wenn meine Feinde angegriffen werden. So. Was sagt denn die Raffinerie? Mittlerweile 16 Tonnen Uran. Schön. Da raffiniert sie wieder eine Weile. Gut. Das heißt, wir können weiter. Boost. Haben wir heute tatsächlich richtig Strecke gemacht. Also so richtig. Will ich da drüber oder... Oh, nee. Da vorne geht's in den Tal rein. Okay, dann fahren wir da vor. Attacke. Boost. Mal gucken, wie schneller wird. Wir haben hier gerade flachen Untergrund. Wir können relativ schnell fahren. Mit deutlich über 200 km/h. Kann man auch mal machen. Geht... Ah, die Sonne geht auf. Gold und Silizium. Sunrise. Das Terrain hier ist aber echt richtig gut. Also, hier ist es echt okay. Und wäre vorhin der riesige Lavasee nicht gewesen, wäre das eigentlich auch okay gewesen. Noch 17 Kilometer. Hey, wir kommen heute echt weit. Ich bin gerade sehr begeistert. Das gefällt mir. Und der Rover fährt sich auch erstaunlich großartig. Nö, hier kommen wir durch. Definitiv, klar, ich muss am Rand vom Lavasee fahren, aber hier kommen wir durch. Dann fahren wir doch mal weiter. Komm, dass man weiß, wie ich gefahren bin, markiere ich hier mal wieder was. Habe ich schon lange nicht mehr. So, was haben wir denn? Silber, Nickel, Gold, Uran, Silizium. Silber, Nickel, Gold, Uran, Silizium. Okay. Ich nehme mal den hier. Ach nee, Quatsch. Das ist 000. Nee.
neu und aktueller Position. Genau. Wir nehmen mal das raus und machen mal das Nickel Silber rein. Und das Uran rein. Silber, Nickel, Gold, Uran, Silizium. Ja, alles da. Prächtig. Ein paar Meter machen wir noch, komm. Je weiter, desto besser. Und desto schneller kommen wir auch mal voran. Hier ist richtig gut zu fahren. Da kommt ein Fels auf uns zu. Mit Silizium. Und mit Eisen. Okay. Aber die Oberfläche hier ist wirklich ultra gut. Also die ist ultra gut zu fahren. Das darf jetzt gerne so die nächsten paar Kilometer bleiben. Da habe ich jetzt kein Problem damit. Noch mehr Silizium. Komm, gib mal noch mehr Boost. Bisschen Geschwindigkeit geht. 80 Meter pro Sekunde. Schaffen wir 90? Yeah. 90. 300 km/h. Ungefähr. Ungefähr 300 km/h. Mit einem 1,1 Millionen Kilo Rover. Okay, ich muss mal ein bisschen abbremsen. Aber wir kommen gerade so schnell voran wie noch nie. Noch 9,4 Kilometer. Platin. Und ich sehe, das Terrain bleibt so, beziehungsweise wird sogar noch flacher im Grunde. Vielleicht schaffen wir es bis zum Wegpunkt. Das wäre traumhaft. Das ist okay. Da oben fliegt was. Es hat keinen Marker, aber da fliegt was. Seht ihr es? Panini Sidecar. Ich weiß nicht, was es für Waffen hat. Greifen wir es an? Ich würde gern einen Versuch starten. Wenn es zurückschießt, kann ich ja immer noch umdrehen. Machen wir hier mal langsam. Ich habe getroffen. Assertive Mayfly. Da kommt eine Drohne. Railguns sind so heftig. Ja, die ist überhitzt. Das seht ihr jetzt oben rechts. Der 150 mm Turm ist überhitzt. Aber die kleinen Türme sind jetzt auch überhitzt. Ich hoffe, der große Turm beruhigt sich wieder. Beruhigt sich, bevor ich beschossen werde. Oh. Da kommen Drohnenreste geflogen. Na gut. Ja, das ist das größte Problem. Die Railguns überhitzen und brauchen dann Ewigkeiten, bis man sie wieder verwenden kann. Und ich habe noch nicht ganz kapiert, ob man das irgendwie beschleunigen kann. Ich sollte das vielleicht nicht machen, während ich so schnell fahre. Ich kann euch das mal zeigen. Wenn ich jetzt in den Railgun-Turm reingucke. Heat Generated, 14% pro Schuss. Current Heat 4%, 3%, 2%, 1%. Genau, und jetzt hat er sich wieder beruhigt. Ich weiß aber nicht, ob ich die Abkühlung
beschleunigen kann irgendwie oder ob das einfach so ist, wie es ist. Es kann auch sein, dass es normal, um die einfach ein bisschen zu nerven, weil die halt sonst total overpowered wären. Ist aber im Grunde gut zu wissen. Silizium, 2,4 Kilometer noch. Komm, wir fahren da jetzt voll hin. Ich sehe es schon, 500 Meter vorher, zack, Lavasee. Nein, wir fahren da gleich hin. Ich brauche was anderes. Nehme ich Sauerstoff. Dann können wir weiterfahren. 1,8 Kilometer noch. Eisen. Weil was wir, sobald wir den zweiten Reaktor haben, auch brauchen, ist weitere Mengen Gestein, weil wir weitere Mengen Magnesium brauchen, weil wir haben nämlich, glaube ich, gar nicht mehr so viel. Hier ist es ziemlich flach. Handbremse aktiv. Wey, wir haben es geschafft. Wir haben ein Viertel des Planeten umrundet. Wir sind heute tatsächlich 26 Kilometer weit gefahren. Weil halt alles flach war. Und es sieht so aus, als kommt vorerst ein bisschen was Flaches auf uns zu. Das ist gut. Das heißt, wir machen die Eisenmine aus. Wir machen das hier aus. Den Wegpunkt lassen wir im Moment noch an. Aber wir müssen jetzt zum Südpol. Der natürlich jetzt 61 Kilometer weiter ist. Luftlinie. Und theoretisch, wenn ich die Wegpunkte einigermaßen richtig gesetzt habe, sollte der Nordpol von hier ähnlich weit weg sein. Ja, 59 und 61 Kilometer. Die habe ich relativ präzise gesetzt. Ich bin sehr stolz auf mich. Wir haben eine Viertelplanetenumrundung. Das heißt, wir beginnen morgen mit dem nächsten Viertel, bis wir vielleicht eine halbe Planetenumrundung schaffen. Und dann bedanke ich mich jetzt bei euch fürs Zusehen und sage bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut rein und tschüss.